Ihr seid schon da. Hallo. Ich bin der Alex. Manche kennen mich auch als Alexi Bexi und meine Mutter kennt mich als Alexander. Und ich hoffe, euch geht's gut und lasst euch nicht von diesem Müll hier um mich herum stören, denn das hier ist jede Menge Zeug, den ich noch für meinen Scheiß machen muss. Adventskalender. Warte, gibt's mehrere Leute, die Adventskalender auf YouTube machen? Verdammt! Verdammt, ich dachte, ich wäre einzigartig. Ich habe die Ehre, die guten alten Chuck Norris-Witze zu präsentieren. Chuck Norris hatte vor kurzem einen Gerichtstermin. Aber der Richter ist nicht erschienen. Wenn Chuck Norris an einer Steckdose herumfummelt, bekommt das Kraftwerk einen Schlag. Chuck Norris ist so gut bestückt, dass es sogar für eine Fernbeziehung reicht. Moment. Ich kenne da jemanden, der vielleicht ein bisschen besser dran ist. Die Amerikaner haben sich damals im letzten Moment dafür entschieden, zwei Atombomben über Japan abzuwerfen und nicht Chuck Norris. Die Begründung war, die Atombomben seien humaner. Es herrschte einmal das Gerücht, Chuck Norris hätte einen Kampf gegen einen Piraten verloren. Das ist aber nur eine Legende, die er selbst in die Welt gesetzt hat. In Wirklichkeit will er damit nur noch mehr Piraten anlocken. Als Chuck Norris geboren wurde, sagte der Arzt zu der Mutter, Glückwunsch, es ist ein Mann. In einem normalen Raum gibt es 1400 Dinge, die Chuck Norris nutzen kann, um dich umzubringen. Der Raum selbst ist mit eingeschlossen. Chuck Norris war Kamikaze-Pilot im Zweiten Weltkrieg. 12 Mal. Oh, danke fürs so lange Durchhalten. Schön, dass euch das Video hoffentlich gefallen hat. Und jetzt lasst einen Daumen bei diesem Video da und und abonniert diesen Scheißkanal oder all diese Scheißkanäle, die ihr gerade hier überall rumfliegen seht oder auf dieser Empfehlungsleiste. Denn das verbessert den YouTube-Algorithmus. Genießt jetzt die Weihnachtszeit, sofern ihr könnt.